So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein Kreuz für unseren Billy. Kater von uns, der überfahren wurde. Ich habe zwischendurch mal ein paar Fotos eingeblendet gesehen. Ich dachte, also wir haben jetzt, nachdem er gestorben ist, ihn einäschern lassen und haben ihn hier in der Nähe von der Hütte begraben, wo er gerne rumgelungert ist, mit uns spazieren ging. Und ja, ich dachte, ich gebe dem alten Kameraden noch ein Kreuz. Ja. Ich habe vorhin noch ein Video abgedreht über das Bürger- und Midgardsort. Und weil ich gedacht, komm, machst du gerade, wenn du schon was dabei hast, machst du gerade den Billy ein Kreuz. Der ist am Montagabend am Montagabend ist der überfahren worden, ist an der Polizei gemeldet worden. War nichts mehr zu machen. Der hatte sich dann noch unter ein Gebüsch geschleppt am Haus bei uns und ist dann da verstorben. Und wir haben dann gestern am nächsten Tag ist der abgeholt worden. Wir hatten da uns keine Gedanken gemacht, weil Billy halt öfters mal tagelang weg war. War halt ein freiheitsliebender Kater. Ich finde, solche Tiere darf man einfach nicht einsperren. Man muss damit rechnen, dass die bei sowas sterben. Ja, also dass die halt, wenn die draußen sind, auch schon mal überfahren werden. Mir wäre es ja am liebsten, wir würden wirklich weiter jeglicher Zivilisation wohnen. Und so, wenn unsere Tiere gefahrlos umherstreuen können. So. Habe ich hier ein bisschen Haselnuss vom Strauch geholt, der hier auf dem Grundstück ist. Habt ihr gesehen, das ist mal alles sehr schön grün zugewachsen und so. Und Säge habe ich eh hier. Ein kleines Meißel-Kit, Messer und Bänklein. Kleines Projekt an der Hütte. Vielleicht Bushcraft, vielleicht nicht. Mir geht das sehr nah mit Billy. War ein echt lieber Kerl. Ging mit den Hunden Gassi. Und der fehlt uns. Tja, so ist das. Also. Daher kleines Journal of the Cabin. Wie ich ein Kreuz gebastelt habe. Kein großartiges Projekt, das kriegt man mit Sicherheit. Kriegt halt jeder hin, aber ich dachte, ich mach mal wieder was in der Hütte. Wo ihr auch dabei sein könnt. Ich sag danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Will mal Geld. Tschüss, Madiot. Schwenkt du gut. Tschüss, ab. Schwenkt die Kappe.